Hier jetzt live auf der Bühne. Und zwar darf ich begrüßen Juliane Bönnecke und Mike Helfrich. Und ihr habt uns ein Spiel mitgebracht. So viel kann man schon verraten. Es heißt Eddie. Was sich hinter Eddie verbirgt, werdet ihr uns erzählen. Liebes Publikum, liebe Menschen, Zuschauenden am Twitch-Kanal, viel Spaß damit. Ja, vielen Dank. So, wir steigen hier direkt ein. Dann warte ich noch kurz, bis die Technik umgeschaltet hat. Genau, wir reden heute über Eddie, Epidemic Disease Detectives in Hamburg, ein Projekt, das Juliane und ich an den Start gebracht haben und das Juliane dann mit einem teilweise studentischen Team, aber eben auch einem ehemaligen Studententeam aus dem HAW Games Master zusammen entwickelt haben. Genau, Juliane, um was geht es denn in dem Spiel? Ja, es geht so ein bisschen um meinen Hintergrund. Vielleicht darf ich kurz noch ankündigen, dass ich total fachfremd bin, aber mich echt freue, dass wir das Spiel vorstellen. Also es geht um den, ich glaube, mittlerweile doch etwas bekannteren Fachbereich der Epidemiologie oder die Arbeit von EpidemiologInnen. Und die Aufgabe ist es im Prinzip auch so ein bisschen meine Arbeit, herauszufinden, warum Menschen krank werden und zu verhindern, dass weitere Menschen krank werden. Genau in diese Rolle, glaube ich, Genau, ich spiele heute das Spiel und du weist mich ein und verrätst mir, was ich tun soll. Ganz kurz noch, ich glaube, der Spielbildschirm ist ein bisschen abgeschnitten. Vielleicht kriegen wir das noch schnell hin, dass wir es Fullscreen zeigen. Der Spielbildschirm ist abgeschnitten. Genau, was ich hier jetzt sehe und was bestimmt auch gleich in Fullscreen im Stream zu sehen ist, ich habe hier meinen Schreibtisch, ich habe hier verschiedene Dinge. Das finde ich ganz besonders toll, dass ich die Sachen hier alle auf meinem Schreibtisch rumschieben kann. Und jetzt muss ich natürlich erstmal rausfinden, was das alles ist und genau, was soll ich denn überhaupt tun? Es gibt irgendein Problem, habe ich gehört, in Hamburg. Stimmt das? Es gibt ein Problem in Hamburg, das ist korrekt. Du befindest dich jetzt quasi an deinem Schreibtisch, an deinem Arbeitsplatz und hast einen neuen Job als Epidemiologe im Hamburger Gesundheitsamt angefangen, Gesundheitsinstitut. Was findest du da? Also erstmal, falls du nicht mit Hamburg vertraut bist, kannst du dir ein bisschen was über die Hansestadt angucken, genau, die Reeperbahn mal kennenlernen, wer die nicht auf dem Schirm hat. Oder dich mal damit beschäftigen, was dein Arbeitsplatz eigentlich so zu bieten hat, also welche Aufgaben auf dich zukommen. Und ich glaube, da wartet auch schon eine E-Mail von deinem Chef auf dich. Ah, genau, hier sind die To-Dos. Genau, das ist natürlich besonders auffällig, Coffee. Also Kaffee trinken ist ganz wichtig. Hier steht auch schon die Tasse. Und was es mit der Tasse auf sich hat, das erfahren wir bestimmt gleich. Aber genau, hier kommt schon eine E-Mail an. Ich lese die mal, genau. Ach, jetzt hatte ich es doch auf Englisch gestellt. Genau, das ganz neue Feature, was jetzt eingebaut wurde. Das Spiel gibt es nicht nur auf Englisch, sondern wir haben jetzt auch eine deutsche Sprache. Aber genau, hier sehen wir jetzt die englische Sprache. Genau, mein Boss sagt mir jetzt wahrscheinlich erstmal, was ich zu tun habe. Das ist, denke ich mal, so eine kleine Spielanleitung, was es denn überhaupt zu tun gibt. Genau, und soweit ich weiß, gibt es irgendwie ein ganz komisches Krankheitsbild in Hamburg. Und meine Aufgabe ist es jetzt rauszufinden, was das ist. Genau, im Prinzip wie Detektivarbeit. Du kriegst nach und nach kleine Hinweise, die dich in den Fall hineinführen, also in die Geschichte einführen. Und entlang des Spiels wird es deine Aufgabe sein, herauszufinden, was das mit diesem Krankheitsausbruch auf sich hat. Und an der einen oder anderen Stelle wirst du auch mal ein paar Fragen beantworten müssen. Genau, und jetzt sehe ich, hier kommt direkt die nächste E-Mail an. Die öffne ich auch gleich. Und was lese ich da? Hey, sehr schön, meine neuen Kollegen und Kolleginnen laden mich direkt zum Barbecue ein. Das finde ich natürlich ganz besonders toll. Da freue ich mich schon drauf. So, was kann ich denn hier noch machen? Ich habe hier noch eine Karte von Hamburg. Die ist bestimmt im Verlauf des Spiels ganz wichtig. Was ist das denn? Oh Gott, jetzt kommt schon wieder eine E-Mail. Operation Instruction Manual, das gibt mir wahrscheinlich Aufschluss darüber, was ich hier alles in meinem Schreibtisch habe und was ich tun Genau. Wenn du es nicht selber rausfindest, hast du immer einen kleinen Spickzettel, der dir sagt, was du alles machen kannst. So,
Dann öffne ich mal die E-Mail von meiner Kollegin Beth. Welcome on board. Beth ist eine Senior-Epidemiologin. Und sie freut sich auch, mich kennenzulernen und will beim Barbecue mit ein Bier mit mir trinken. Das freut mich sehr. Ich antworte ihr mal, hey, vielen Dank. Ich freu mich, sie kennenzulernen. Wir haben es so möglichst realitätsnah gemacht, du hast eine nette Kollegen. Genau. So, jetzt habe ich schon wieder einen Schluck aus meiner Kaffeetasse genommen. Und jetzt sind es nur noch 2 von 4. Also ich glaube, wir sehen hier schon, E-Mails lesen ist ein zeitaufwendiger Arbeitsschritt in der Arbeitswelt eines Epidemiologen oder einer Epidemiologin. Und schon wieder sind 2 neue E-Mails gekommen. Heieiei, das geht ja rasend schnell. Genau, Beth schreibt mir, ob ich die E-Mail von Professor Stets schon gelesen habe. Habe ich noch nicht gelesen, mache ich aber gleich. Das hört sich ja sehr wichtig an. Aber hier, sie hat auch einen Anhang mitgeschickt. Den öffne ich jetzt mal. Oh, Basics of Infection and Disease Epidemiology. Das ist jetzt sehr viel Text. Too long to read, was steht denn da drin? Too long to read, ja. Ganz, ganz viel. Du kannst über dieses kleine Cheat-Sheet zum Beispiel herausfinden, mit welchen Berechnungen sich ein Epidemiologe an so einen Infektionsausbruch annähert. Wenn du mal weiterblätterst, findest du auch ein paar Informationen über einige Krankheitsbilder. Damit du nicht ganz aufgeschmissen bist, wenn du mal Informationen oder Fachbegriffe kriegst, mit denen du nichts anfangen kannst. Dann kannst du in das Buch schauen. Genau, das ist dann vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis. Weiß nicht, hattest du es eben schon gesagt, also das Spiel richtet sich ja an Studierende eures Fachs, ist aber jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass das Menschen wie ich spielen, die sich mit Epidemiologie eigentlich überhaupt nicht auskennen. Genau, und dazu hilft natürlich dieses Manual. Gut, dann schließe ich das mal und öffne die extrem wichtige E-Mail von Professor Stets. Genau, er spricht hier davon, dass es Events gab, blutiges Diarrhoe, das hört sich ja nicht sehr, sehr gut an. Auch hier hat er mal einen Anhang mitgeschickt, den öffne ich jetzt mal. Das ist ein Report, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein Report. Gut, und das ist jetzt kommen wir zur Spielmechanik. In dem Spiel muss ich sehr, sehr viel lesen. Diese Reports zum Beispiel lesen, um dann eben dem ganzen Geschehen auf die Schliche zu kommen. Und um das auch so ein bisschen niedrigschwellig zu gestalten, kann ich mir jetzt hier natürlich automatisch die wichtigen Dinge rausziehen, die sich dann hier in mein Notebook schreiben. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch Sachen sind, mit denen ich dann später arbeiten muss, Hinweise, um rauszufinden, um was es hier geht. Genau, wir schimpfen das in dem Spiel Evidences auf Englisch oder eben Hinweise in der deutschen Version. Und mithilfe dieser Hinweise kannst du auch wieder im Laufe der Zeit gewisse Fragen beantworten oder Aufgaben lösen. Okay, es ist mir jetzt aber echt irgendwie so ein bisschen zu viel. Ich muss ja auch hier noch irgendwie die E-Mail beantworten. Das mache ich jetzt direkt mal. Klick hier, to choose subject line. Jetzt kann ich hier natürlich auswählen, unusual cluster, das hört sich schon so an, okay, das müssen wir näher betrachten und hey, nothing to worry about. Naja, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich klicken soll. Jetzt müsste ich doch den Report lesen wahrscheinlich. Ja. Ich mache es jetzt aber einfach mal, weil es ist ja ein Spiel, wir können es ja ausprobieren, nothing to worry about, hahaha. Und genau, eine weitere Mechanik, jetzt sehe ich hier schon so Felder, in die ich auch dann gewisse, also in denen ich meine Argumentation untermauern muss, sage ich mal. Und das ist dann so gedacht, dass ich hier diese Hinweise, die ich in meinem Notebook habe, dann einfach hier reinziehe, um sie dann eben als Antwort-E-Mail dann zurückzusenden. Und da kommt mir jetzt natürlich direkt entgegen, dass ich das hier gar nicht einfügen kann. Das bedeutet, das sind die falschen Hinweise. Das heißt, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich mir nochmal den Report angucke. Wir tun jetzt mal so, als ob ich ihn lesen würde. Genau, da sehen wir schon, es gibt verschiedene Hinweise, die auch unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind. Also hier die Outbreak Facts in rot, blau sind die Affected Population, also die betroffene Bevölkerungsgruppe. Die Symptome in grün. Und jetzt macht das natürlich mit der Antwort-E-Mail, ich schließe das mal hier wieder, viel mehr Sinn, weil jetzt kann ich natürlich hier die entsprechenden Hinweise in der richtigen Farbe, wie sie hier auch dargestellt sind, einfügen. Genau. Okay.
Okay, vielleicht kleiner Hinweis, habe ich schon alles oder muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr suchen? Ja, lass mal gucken. Ich glaube, du brauchst 2 rote Hinweise. Und wenn du weiter nach unten scrollst, weiß nicht genau, ein, Gott, meine Augen sitzen schlecht, ein Lilan. Ein Lilan, okay, ja. Das habe ich also okay, noch gar also nicht gefunden. Irgendwas fehlt dir noch. Genau, der Report hat auch 2 Seiten. Also. Aber die Leiste unten zeigt dir zum Beispiel an, ob irgendwo noch Hinweise in dem Text versteckt sind, die du vielleicht noch nicht gefunden hast. Und kleiner Tipp, das erste Wort ist super interessant im Report, was man sich mal angucken kann. Geh mal nach oben mit der Lupe. Zum allerersten Wort des Reports. Entschuldigung, was meintest du? Ich bin gerade total fasziniert. Ich versuche es tatsächlich nebenher zu lesen. Okay. Genau, wir starten mit dem Satz 5 Cases, glaube ich. Und die 5 zum Beispiel ist etwas, was dir weiterhilft. Ah, alles klar. Okay, probier's doch mal. Jetzt bin ich eh schon dabei. Jetzt gucke ich, ob hier noch was zu finden ist. Und da finde ich es auch schon. Nämlich, dass es... Also, dass niemand von den Betroffenen aus Deutschland heraus, also aus Deutschland ausgereist ist, das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Gut, dann gehen wir damit jetzt mal wieder in die Antwort-E-Mail und gucken, was wir hier eintragen können. Was mir das Spiel natürlich jetzt nicht verrät, ist, welches davon die richtigen Hinweise sind. Das müssen wir schon selber rausfinden, nehme ich an. Also, ich habe hier jetzt irgendwie diese Auswahl an verschiedenen Hinweisen. Ich mache jetzt einfach mal... Du bist ja die Expertin, ich darf ja ruhig Sachen falsch machen. Genau, das lehnt so ein bisschen an Aufgabenstellungen an, die wir auch im Unterricht verwenden. Also wenn es mal Multiple-Choice-Aufgaben gibt, wo Antwortmöglichkeiten angekreuzt werden müssen oder eben Lückentexte bestehen, da haben wir uns so ein bisschen der Lernmechanik oder Aufgabenstellung aus der Lehre bedient. Das sieht doch schon mal gut aus, dass du zumindest aus der richtigen Kategorie gewählt hast. Also den Bachelor in Epidemiologie habe ich quasi schon in der Tasche. Studium Generale, ja. So genau, unsere Tasse hat sich geleert. Können wir noch was machen heute oder nehmen wir vielleicht einfach mal einen Schluck aus der Tasche, aus der Tasse? Oh, ich glaube, du hast eine schlechte Nachricht bekommen. Oh, da, schon wieder. Mein Boss hat mir geschrieben, 5 cases of unexplained HUS in children occurred in the Elbe Healthcare Center. Das hört sich ja nicht so gut an. Das heißt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Du hast auf jeden Fall was falsch gemacht, genau. Aber das Spiel bestraft dich jetzt nicht sofort. Es gibt dir meistens den Hinweis über den Chef, dass du missgebaut hast. Alles klar. Also er erklärt mir jetzt so, hey, hier, alles nicht so schlimm. Es ist niemand gestorben. Ja, aber das und das wäre das richtige Vorgehen gewesen. Alles klar. Und das heißt, jetzt habe ich hier nochmal eine weitere Chance, die richtigen Antworten einzugeben. Okay. Das heißt, ich muss aber noch was suchen. Ich habe noch nicht alles, so wie ich das sehe. Es fehlen ja hier noch, ich habe 3 rote Kästchen, obwohl ich nur 2 rote Hinweise habe. Mhm. Das heißt, ich müsste nochmal in den Report schauen. Ah, das ist auch pro Seite, nicht insgesamt, ne? Ja, genau. Ah. Eine Sache, glaube ich, fehlt dir auf der ersten Seite noch. Und wenn du Glück hast, könnte es was Rotes sein. So, der Mauszeiger sagt, wo ich gerade lese, haha. Da ist was. Perfekt. Perfekt. Und dann gehe ich, dann scroll ich noch über die andere Seite. Genau, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, ich gehe davon aus, du bist dir wahrscheinlich nicht über alle Details von Huss vertraut, mal ins Fachbuch zu gucken. Ah, das Fachbuch. Das hier. Genau. Alles klar. Interagiert im Prinzip nach der gleichen Mechanik. Du kannst hier mal durch die Texte gehen und gucken, ob du nicht da auch noch mal Hinweise findest. So, okay, jetzt weiß ich auch, für was Hass steht. Hm? HUS. Ich versuche es jetzt nicht zu lesen, weil dann blamiere ich mich nur. Hemolytic Uremic Syndrome oder hemolytisch-uremisches. Okay, aber das funktioniert hier dann nach demselben Prinzip. Also genau. Ich kann jetzt den Text hier untersuchen und finde dann eventuell Hinweise, die dann wieder in meinem Notebook landen. Genau. Ah, da taucht schon die Lupe auf. Eine neue Farbe. Und was geht's denn hier? Epidemiology and Management. Erklär mir ganz kurz, was das ist. Ja, das sind Hinweise, die dir helfen, was die nächsten Schritte sein könnten, beziehungsweise auch, wie eine Krankheit behandelt werden kann. Nach und nach wirst du auch mal Fragen gestellt werden, was du zum Beispiel einem Versorger empfiehlst
oder was das Gesundheitsamt an die Öffentlichkeit kommunizieren soll. Mhm. Stimmt, das ist nämlich auch, also da kann ich jetzt aus dem Game-Design-Prozess so ein bisschen erzählen. Wir haben das ja versucht, so abstrakt, aber doch einigermaßen realistisch darzustellen. Und du meintest dann direkt als erstes, ja, so eine Schreibtischsituation und E-Mails beantworten und auch eben mit der Presse reden, das stellt durchaus das Leben oder die Arbeitsweise eines Epidemiologen, einer Epidemiologin realistisch dar. Also wir sitzen jetzt nicht irgendwo im Labor oder sind irgendwo mit Blaulicht irgendwo unterwegs, sondern verbringen die meiste Zeit am Schreibtisch und lesen Texte und Reports. Okay, gut. Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon genug, um dem Boss eine zufriedenstellende Antwort zu schicken? Also eine Antwort schicken? Zufriedenstellend würde ich in Frage stellen, aber probier es ja auch mal. Okay, ich versuche es einfach mal. Was jetzt natürlich so ein bisschen verdeckt wird von dem Bild in Bild, ist oben die Statistik. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich schon geändert hat. Genau, hier sieht man, ist der Pfeil, der stand vorhin in der Mitte, ist schon ein bisschen runtergegangen. Also Community Trust ist runtergegangen. Das heißt, ich müsste mal mit der Presse reden. Ah, das heißt, du hast auf jeden Fall bei der Beantwortung von einer Frage nicht alles richtig gemacht. Okay. Genau, das ist so ein zweiter kleiner Feedback-Loop, den du bekommst, zusätzlich zu E-Mails von deinem Chef, wenn du was richtig falsch gemacht hast. Kannst du dich so ein bisschen dran orientieren, ob deine Bevölkerung Vertrauen in dich hat oder deine Antworten, die du gegeben hast, ob die Wirtschaft zufrieden bleibt oder langsam unzufrieden wird und irgendwann der Druck aus der Öffentlichkeit steigt? Ja, genau. Und ich glaube, unsere Spielzeit ist jetzt auch so vorbei. Eine Sache wollte ich noch sagen. Das ist ja mit den E-Mails schon deutlich, also andauernd kommen E-Mails und wenn eine E-Mail beantwortet, geht die Zeit vorbei und hier haben wir auch schon irgendwie 1000 Hinweise, aber auch mit einem kleinen Papierkorb. Das heißt, ein wichtiger Teil der Arbeit ist auch wichtig und unwichtig zu unterscheiden und das Unwichtige vielleicht auch mal einfach sein zu lassen. Vielleicht ziehst du zum Abschluss einfach einen lila Antwort noch in die E-Mail und dann erfolgt nämlich tatsächlich auch der Tageswechsel. Das wäre doch ein schöner Abschluss. Call it a day, sagt der Zettel. Genau, das heißt, wir gehen nach Hause und der Kalender geht 2 Tage vor und das ist so ein bisschen unser Ergebnis. Du kannst es vielleicht besser deuten, aber Daily Infectious in Hamburg 65 plus, das ist jetzt auch nicht so gut. Also ja, genau. Einige Fälle aufgetreten, das heißt, es gibt einiges zu tun und genauso würde das Spiel dann auch weitergehen. Alles klar. Gut, ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Zeit schon so weit überschritten haben. Ist überhaupt noch Zeit für Fragen? Machen wir. Wir kuscheln uns mal ein bisschen zusammen und genau, also im Chat, so viel kann ich schon mal sagen, hatten wir keine Fragen gerade. Gibt es hier noch Fragen im Publikum? Ja, es gibt eine Frage, da müssen wir kurz... Wo finden wir das Spiel? Das ist die Frage. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, willst du den Hinweis zu Who geben? Kann ich machen, genau. Das ist ein Spiel, was über die Hamburg Open Online University gefördert wurde. Hamburg Open Online University stellt das dann über deren Webplattform auch zur Verfügung. An der Stelle müssen wir sagen, der offizielle Release ist Ende November. Man findet jetzt nur eine Vorform, aber über die Website von der WHO in Kurzform wird es dann zu finden sein. Gibt es auch eine Boxed Version? Ja, eine Special Limited Edition, da arbeiten wir dran. Wir suchen noch einen Publisher. Ja. Okay, also das ist der Aufruf an Publisher, eine Box-Version zu machen. Vielleicht können wir ein paar FFP2-Masken noch mit reinlegen. Genau. Das wäre eigentlich eine nette Idee, auf jeden Fall. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich für euer Live-Let's Play. Das ist ja jetzt auch nochmal was Neues gewesen bisher in der Speakers Corner. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich finde es auf jeden Fall ein spannender Einblick, einfach auch in die Tätigkeit einer Epidemiologin, du kannst es besser sagen. Epidemiologin. Vielen Dank dafür. Okay, wir machen wieder eine ganz, ganz kleine Pause und dann wechseln wir über. And I switch also the language to English. A short break and after the break we will be back with Josh and Mac from Canada. See you soon. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank.